Einen wundervollen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem letzten Weekly Vlog, der ein bisschen kürzer ist, ne? Weil diese Woche Weihnachten. Ich spreche jetzt tatsächlich von dieser Woche, weil ich den ja auch noch in der Woche hochladen werde. Heute Morgen. Also Anfang der Woche sieht bei mir immer recht durchgetaktet aus, gerade, weil ich halt eben auch lernen muss und so. Und ich war heute Morgen, also bin extra 5:30 Uhr aufgestanden, bin 6:30 Uhr losgefahren ungefähr. Lauf schön in mein Studio hoch, Türen zu. Da sind, glaub, eine Masse Leute rumgesessen und keiner ist auf die Idee gekommen, mal das Telefon in die Hand zu nehmen. Doch, sie haben ein bisschen drauf rumgedaddelt. Und dann bin ich halt gekommen, hab gemeint, so Entschuldigung, kann eigentlich gleich wieder gehen. Und dann habe ich im Studio in Ravensburg angerufen, weil ich die Service-Nummer halt nicht kannte oder halt die Zentrale. Und jetzt weiß ich Rosenheim, ich habe es bloß vergessen, weil das schon mal passiert ist. Und dann habe ich in Ravensburg angerufen, da war auch jemand drin, der überhaupt keine Ahnung hatte, das war ganz toll. Und dann kam eine stinkige Angestellte, die noch nicht mal. Ich weiß, in solchen Situationen ist man gestresst, das ist einfach Kacke. Entweder hat sie selber verschlafen oder sie musste einspringen kurzfristig, weil ich ja in Ravensburg angerufen habe. Aber dann die schlechte Laune an den Leuten, die schon, ich habe glaube ich eine halbe Stunde gewartet fast. 15 Minuten ungefähr. 15 Minuten, 30 Minuten, weiß jetzt gerade nicht mehr genau. Also, ich bin auf jeden Fall eher schon 6:45 Uhr, habe ich ja schon angefangen und habe dann nur noch den Cross-Trainer machen können. Weil, wie gesagt, ich habe nicht so viel Zeit gehabt. Und dann stellt sich eine Kollegin von mir, stellt sich hin und fragt sie so: Ja, was war? In einem ganz freundlichen Ton. Und die wurde ignoriert. Und dann hat sie sie nochmal angesprochen, jemand, das geht voll gar nicht, wenn du hier reinläufst und schon zu spät bist und noch nicht mal Entschuldigung sagen kannst. Ja, ich hab doch. Ich so, nee, du hast gar nicht. Sie hat nur gemeint, sie hat gar nichts gesagt. Das kannst du nicht bringen. Echt nicht. Also war heute nur Cross-Trainer. Morgen kann ich nicht, das weiß ich jetzt schon. Vielleicht mache ich Mittwoch noch. Schade. Und war dementsprechend diese Woche nur einmal dann Muskeltraining. Das wäre echt schade. Ich versuche es vielleicht noch am Mittwoch irgendwie. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Keine Ahnung. Jetzt darf ich die Bayer-Persona üben. Bin ich schon gespannt, aber ich glaube, es ist nicht so schwer. Echt nicht. Und das ist die erste Aufgabe, die ich auch einreichen muss. Weil du musst immer so schöne Aufgaben machen, aber auch so kleine Quizzes, die es auch wirklich in sich haben. Naja, let's fetz. Und mein Gott, ich will jetzt noch mal so extra Thema. Das habe ich in meinen letzten Videos auch gar nicht gemacht, Freunde, weil ich da mittlerweile sehr, sehr kritisch und sehr, sehr vorsichtig bin. Okay? Ich habe es öfters gemacht, hauptsächlich, soweit ich weiß, wenn es darum ging, dass ich hier niemanden angefasst habe oder sexuell belästigt habe. Und dazu stehe ich auch und dazu würde ich sogar noch heute darauf schwören. Bei jeder anderen Sache war es einfach unnötig und falsch. Ganz klar, darüber will ich auch wirklich nicht diskutieren. Das war einfach falsch und es. Mich interessiert das Video jetzt doch auch von Mimi, muss ich sagen. Weil mir einfach ein paar Zusammenhänge jetzt fehlen, kann man sagen. Ich will zu ApoRed eigentlich gar nicht viel sagen, außer dass der sich unbedingt helfen lassen muss, ohne Witz. Also, ich weiß nicht, was bei ihm nicht stimmt. Ich habe keine Ahnung. Aber was der ein Lügen von sich gibt. Naja. Also, das Video von Carina habe ich auch schon gesehen. Ich glaube, da kommt auch irgendwo keiner dran vorbei. Und das Mimi-Video hat jetzt schon fast 900.000 Aufrufe, muss man sich mal überlegen. Und da kommen ja noch Aufrufe dazu, jetzt meiner beispielsweise. Ich habe es ja auch noch nicht angeguckt. Einfach zu krass. Übrigens, Triggerfoods für mich. Wenn ich mir sowas kaufe oder kaufen lasse, kann ich mir hundertprozentig sicher sein, dass ich das aufesse. Und ich hab Frieden mit mir geschlossen, wenn ich Triggerfoods esse. Dann esse ich sie bewusst und mache mich nicht fertig, dass ich wieder mal alles aufgegessen habe. So, ich weiß, so, das esse ich jetzt nebenher und dann, ja.
So, ich sagte immer das. Welches Problem hat diese Kerze hier? Das macht die schon die ganze Zeit. Die ist voll verrückt. Jetzt ist sie gleich wieder ruhig. Und die anderen zwei hier, voll gechillt ruhig. Aber die da geht voll ab. Keine Ahnung, was das soll. So, meine Lerneinheit ist für heute auch fertig. Ich hatte schon Schiss, dass es so lange geht wie gestern. Weil heute ist der Scheiß. Ich darf mir heute noch mal ein neues Medi-Rezept holen. Das ist ja schon ein Tag alt, der Schiss, wenn ich es abhole. Diese Rezepte sind gelb. Von dem ADHS-Medikament, was bedeutet, es hält nur eine Woche. Danach muss Neues ausgestellt werden, weil es sich halt um BTMG handelt. Und das muss ich jetzt nachher gleich einlösen. Heute Nachmittag habe ich einen Termin bei meiner Therapeutin um 14.30 Uhr. Das geht 50 Minuten. Danach hat mein Hausarzt erst um 16.30 Uhr auf. Geht also leider nicht. Geht also leider nicht. Also muss ich es jetzt machen. Kurz vor Ende. Ich bin die, die kurz vor Ende kommt, wo du dir noch denkst, so, Das mache ich im Supermarkt immer total ungern, aber es geht halt einfach echt nicht anders. Ja, bin so minimal gestresst, aber das muss ich mir jetzt gerade echt so ein bisschen ablegen. Weil ich muss nicht gestresst sein. Nein, was für ein blöder Stress mit diesem Rezept. Bei Medis ist gerade zum Großteil einfach nicht lieferbar. Und bei meiner ersten Packung war es so, die haben mir dann gesagt, wir haben die jetzt gerade da. Ist bei ihnen stehen 99 drauf. Es sind aber nur 54. Und dann hat die, die mich bedient hat, bei der Kollegin gefragt. Dann hieß es, die stand schon länger da gewesen, dann hieß es, ja, weniger darf man immer rausgeben, mehr nicht. Und dann gebe ich so das Rezept her jetzt. Bei mir standen 99 drauf. Ja, ich stieg lieferbar. Erstmal lange gesucht. Ist nicht lieferbar. Und ja. Wir durften das mit dem Rezept nicht ausgeben. Mein Hausarzt zu dem Zeitpunkt nur noch eine halbe Stunde auf. Ich so, gut, dann geben sie mir jetzt wieder das Rezept, dann gehe ich mal anders hin. Dann so habe ich mir halt dann überlegt, so, komm, jetzt gehe ich gerade noch mal, noch ein bisschen Zeit, jetzt gehe ich gerade noch mal zum Hausarzt. Und hab mir dann gleich 2,54er aufschreiben lassen. Naja, jetzt bin ich gespannt, was an dem Rezept dann nicht passt. Oh, wie kann eine Sonne so hell sein? Ich war gerade nur kurz im Müller. Nur kurz. Ich bin rückwärts wieder raus. Mein Gott, war das voll. Viel zu voll. Boah, ich dachte mir schon so, wieso ist denn die Ausbildung so einfach? Also, am Anfang dachte ich mir so, hey, also diese 6%, ich muss 5 machen pro Woche,
Diese 6% kriege ich echt schnell zusammen. Jetzt ist niemand so schnell. Ich saß heute von ungefähr um 7:30. Man muss sagen, minus eine halbe Stunde bis um 12, halbe Stunde lang habe ich Wäsche gewaschen und bis um 12, ein Viertel nach 12 sogar, saß ich dran und dann war ich immer noch nicht fertig, weil ich musste 6% fertig machen halt. Dann habe ich noch mit der letzten Aufgabe begonnen so und damit habe ich bis Viertel nach, nee, so um 13:45 war es, also um 13.45 Uhr. Und jetzt fühle ich mich wie, als wäre ich gegen eine Wand gelaufen. Aber das Geile ist, mit den Medis geht das halt, ne? Und das Geile ist auch, also ich habe jetzt gerade auch was in mir wieder festgestellt, so das Potenzial, wenn was nicht gleich funktioniert, ich bin ja super ungeduldig, ist übrigens auch ADHS, ne? Das Potenzial, wenn was nicht sofort funktioniert, ist jetzt besser gegeben, dass ich halt dranbleibe an Sachen. Ich habe zum Beispiel, ich habe mal ganz schnell aufgegeben an meinem Schnittprogramm. Ich musste mir ein neues Schnittprogramm vor kurzem kaufen. Vom gleichen Hersteller, jetzt nicht das Problem. Aber es sieht ein bisschen anders aus. Und ich habe es nicht hingekriegt, mit diesem scheiß Schnittprogramm meine Stories zu schneiden. Geschweige denn aus meinen Videos mich rauszuschneiden. Aber nicht, weil ich das nicht wusste, sondern weil ich nicht dran geblieben bin, weil ich die Sachen nicht gleich gefunden habe. Jetzt habe ich heute mich zum ersten Mal innerhalb von einer halben Stunde, nicht mal, habe ich mich mit dem Thema befasst, bin auf Google gegangen, habe mich mal so ein bisschen zusammengerissen, habe geguckt, wie man das bei meinem Schnittprogramm macht. Und bam, bam, ich weiß, wie es funktioniert. Das ist einfach, ich verstehe mich manchmal selber nicht, echt nicht. Aber das sind halt diese Sachen. Und was mir halt heute auch ganz stark hochgekommen ist, so mein Selbstwert ist halt echt stellenweise so krass im Keller, dass ich, wenn ich neue Sachen lerne und Dinge, die halt einfach neu sind und die man eigentlich so schon hätte machen können, und dann mache ich mich fertig, weil ich sie noch nicht gemacht habe. Und so ging es mir halt heute so ein bisschen so im Kurs, wo ich mir gedacht habe, so meine Güte. Aber jetzt erkennt man halt solche Verhaltensmuster. Also ich habe diesbezüglich echt noch eine Reise vor mir, muss ich jetzt sagen. Aber also diese Selbstreflexion ist halt echt einfach auch wichtig, dass man sich von außen so ein bisschen beobachtet und guckt so, wie ist das, warum reagierst du so? Und heute bin ich echt im Arsch. Ich bin wirklich kaputt für heute. Das ist übrigens auch ADHS. Ist auch Stahl. Und überall so Häuflein. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie das heißt, da gibt es einen Namen dazu. Doompulse oder irgendwie so. Das mache ich ja absichtlich mit meinem Laptop, weil ich ja immer noch keinen Laptop-Ständer habe. Das ist das Nächste, was ich mir eigentlich besorgen sollte. Aber da hinter meinem Laptop, da hat es auch so einen Haufen. Und da hat es so einen Haufen. Ja, nee, also du kannst ADHS nicht als Ausrede hernehmen, aber so zeichnet sich ADHS halt ab. Ich bin gespannt, wohin die Reise mit mir geht, ohne Witz. Also, mir ist heute mal ganz kurz so aufgefallen, ich habe hier meine Papieraufhänger gar nicht aufgehängt. Habe ich dann noch schnell erledigt, so. Ja, voll vergessen, nicht wahr? Aber jetzt hängt du wirklich voll. Mehr geht nicht. Mehr geht wirklich nicht. Aber ich lieb's. Muss schon sein. Bisschen. So, ich habe mich jetzt noch für ein bisschen Proteine entschieden.
bisschen Kichererbsen mit Feta-Käse. Es gibt übrigens einen neuen Feta-Käse bei Lidl. Entweder geht der andere raus, aber der andere schmeckt ja auch nicht so nach Feta-Käse, sondern eher nach einem neutralen Fettblock. Nee, aber er schmeckt vergleichbar mit einem Mozzarella, der schmeckt ja auch nach fast nichts. Ich habe da einfach noch Essiggurken dazu gepackt, ein bisschen Paprika, Zwiebel und das war's. Morgen! Letzter Tag des Vlogs. Morgen möchte ich den ja schneiden. Da mich das Fahrradfahren noch so hardcore schlaucht und wir es jetzt schon immer noch so stormy, windig haben, es soll ja noch schlimmer werden. Das ganz, ganz bisschen hast du immer so Böen. Wird nachher interessant, wenn ich durch den Wald laufe. Aber Fahrradfahren schlaucht mich halt so abartig noch. Ey, Coroni ist echt nicht zu unterschätzen, ohne Witz. Laufe ich jetzt zu Fuß, weil heute lerne ich nichts mehr. Ich habe ja gestern schon aufgehört, eigentlich habe ich vorgestern aufgehört. Ich habe ja das mit den 6% schon mal erklärt. Also 5 muss ich machen. Jetzt nach dem Urlaub sind es eher sogar 6. Und wenn meine Vorarbeit nicht reicht, dann muss man halt die Zeit hinten hinsetzen, die ich jetzt mir an Pause gegönnt habe. Über Weihnachten. Ja, das ist halt das Ding, ne? Also wenn du was remote machst, dann gibt es eigentlich keinen Samstag und keinen Sonntag und keinen Feiertag. Deswegen. Bei mir wird jetzt die nächsten Tage zu viel los sein, deswegen habe ich von vornherein gleich gesagt, nee. Ich habe so am Mittwoch gemerkt, durch das, dass der Montag so flach gefallen ist, dass ich ein Cardio machen konnte, weil die zu spät aufgemacht haben. Dann hatte ich mir noch überlegt, so am Mittwoch, ob ich gehen soll. Aber ich war halt am Mittwoch, habe ich so viel zu tun gehabt. Ich bin ja bis um 13:30 oder so saß ich im Kurs. Und ich mir denke, ich hätte morgens später angefangen. Also normalerweise fange ich immer so zwischen 7 und 9 an. Dann hätte ich ja bis um 4. Wäre ich ja beschäftigt gewesen. Was ja auch kein Problem gewesen wäre. Aber auch so habe ich einfach am Mittwoch noch gemerkt, so hey, ich kann jetzt nicht schon wieder zum Sport gehen, das geht nicht. Und ich merke ja selbst, dieses Laufen strengt mich an. Jetzt halt nicht in dem Maße, dass ich voll kaputt bin, aber es strengt mich halt an. Wie als wenn ich leicht joggen würde. Das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Und das hörst du aber durch die Bank. Der Bene, also der, wo diesen ADHS-Instagram-Kanal hat und auch den recht erfolgreichen YouTube-Kanal, der sagt genau das Gleiche. Der hat das ja auch eine Woche nach mir gehabt. Und den schlauchen auch so Tätigkeiten so schnell. Du bist halt so schnell. So. Und Fahrradfahren, ich habe es am Montag gemerkt, als ich ins Fitness gefahren bin. Ich war danach fertig mit der Welt. Absolut. Oh nein, ich habe mein Band vergessen. Gestern habe ich überall mein Feuerzeug gesucht. Und dann habe ich es unterbewusst aufgeräumt.
Kennt ihr sowas? Auf die Idee bin ich dann als allerletztes gekommen. Naja. Nam, nam. Ihr müsst es unbedingt auch mal ausprobieren. Sekt. Also Likör 43, der Vanillelikör. Dann tut ihr, also macht man meistens drei Eiswürfel rein. Und dann tut ihr bis hierher den Likör rein, mit den Eiswürfeln natürlich. Das nächste Drittel Sekt. Und das letzte Drittel Schweppes Wildberry. Probiert das mal aus, es ist ganz lecker. Und die Eiswürfel sind halt auch so ein bisschen wichtig, um die ganze Sache runter zu verdünnen. Ich sag's jedes Mal aufs Neue. Ich finde es total wichtig bei manchen Sachen, dass die halt auch einfach ein bisschen leichter schmecken. So, Freunde der Sonne, das war jetzt der letzte Vlog in diesem Jahr. Es wird noch eventuell jetzt ein Video kommen. Aber es kann auch sein, dass kein Video mehr kommt. Nee, es kommt noch eins. Es ist noch eins in der Pipeline. Ich darf nichts Falsches sagen. Am Mittwoch kommt noch eins. Woche drauf. Also nächste Woche. Das ist so krass. Nächste Woche endet schon das Jahr. Das Jahr ist so schnell vorbeigegangen, oder? Wahnsinn. Es fühlt sich so unecht an, dieses Mal zu sagen, ich gehe in die Pause, weil ich ja Instagram-technisch bin ich ja noch da. Ich werde euch wieder unten. Ihr guckt da unterm i und dann klappt ihr da unten auch. Nicht unterm i, Blödsinn. Ihr klappt mal die Infobox auf. In der Infobox findet ihr inzwischen beide Instagram-Profile von mir. Und ich werde auf die kleine Coco nicht so aktiv sein. Ich werde eher so den Fokus auf die kleine Coco 2 setzen. Und da wird es ADHS-Content geben in jeglicher Art und Weise. Und warum bin ich da aktiv? Ich mache ja gerade eine Umschulung als Social Media Marketerin. Und es ist halt so, dass du halt in der Ausbildung auch Dinge beigebracht bekommst, wie du bestimmte Strategien umsetzt und so weiter und so fort. Kann ich für mich selber nutzen, kann ich für spätere Kunden nutzen, das ist halt ganz interessant. Du kannst halt Sachen einfach ausprobieren. Du hast auch verschiedene Aufgaben, die du einfach erfüllen darfst in der Ausbildung und musst zum Teil auch. Deswegen bin ich auf Social Media aktiv und besonders auf die kleine Coco 2. Da guckst du einfach rein auf Instagram. Hier auf YouTube wird es höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, wann ich im Februar wieder einsteigen werde. Ich denke, dass ich Anfang Februar erst mit Vordrehen anfangen werde. Das heißt, dass ich erst Mitte Februar wieder da sein werde. Denn ich will mir den kompletten Januar YouTube nur von außen angucken. Das heißt, Ideen sammeln. Ich habe selbst zum Ideen sammeln auch schon Tipps bekommen von der Ausbildung her und das ist total interessant. Und ich nutze ja meine beiden Pausen im Jahr, einmal im Juni und einmal im Januar immer für sowas auch, um ein bisschen von außen drauf zu gucken, ein bisschen zu schauen, kann man was verändern. Was bedeutet die kleine Coco 2 jetzt für mich? Was wird der Kanal hauptsächlich aussagen? Er hat ja im Endeffekt jetzt einen Themenwechsel bekommen. Aber es wird im Endeffekt immer noch... Ja, es ist der Fokus halt auf ADHS, muss man schon sagen. Ich meine, der Fokus ist ja auch in den Vlogs auf ADHS jetzt, ne? Es sind halt Erfahrungsberichte, die ich auch in den Vlogs umsetzen möchte, genauso jetzt auch wie auf Instagram. Und das ist halt das A und O Social Media technisch, dass du Themenkanäle hast. Und das war ja immer so ein bisschen das Problem von meinem Zweitkanal, dass der nicht so richtig mehr ein Thema hatte. Da sind zwar Themen im Profilnamen gestanden, aber es wird zum Beispiel auch so eine Aufgabe sein, ich muss halt den Banner auch mal austauschen und ein anderes Branding machen beispielsweise. Da musst du halt auch mal schauen, wie ich das so umsetze. Ich wünsche euch, falls wir uns gar nicht mehr sehen, und in dem letzten Video sage ich, glaube ich, auch nichts dazu, nee. Ist halt übrig geblieben, das letzte Video, bin ich ganz ehrlich. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Habt viel Spaß die nächste Zeit über. Wir sehen uns so grob Mitte Februar wieder. Und bleibt mir treu. Falls du neu bist, abonnier den Kanal. Gibt ja jede Menge Videos zum Thema. Und schaut mal auf Social Media vorbei bei mir auf Instagram. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns 2024 wieder. Bleibt anständig. Macht's gut. Und bis Februar. Tschüss.